Hallo zusammen und willkommen zurück zum Minecraft Skyward mit dem Craftcrafter. Hallo. Und ihr seht schon, wo wir sind, und zwar im End bei minus 10.000 diesmal, weil der Enderdrache bzw. der Chaos Guardian ist ja alle 10.000 Blöcke im End zu finden, also nicht alle 1.000, wie manch andere gesagt hatte. Und wir werden den jetzt nochmal kloppen, weil wir damit haben wir nochmal spezielle Sachen vor. Mach schnell, wir machen gerade Speed Try, Peter. Speed Try? Ja, go. Wir müssen gucken, wie schnell wir ihn schaffen. Okay, Speed Try. Get it! Ich habe aus Versehen mit der Hand draufgehauen. Ich glaube, das war nicht so schlau. Nein, dann ist er jetzt ewig down. Das war nicht so gut. Oh, lol. Nee, der eine fehlt noch. Critical Damage. Ja. Ich war fast down. Ich hatte noch 5 Herzen, ey. Ja, wer fehlt noch? Kann er. Er ist tot. Also, so? Dragon ist noch nicht tot, aber, ne? Wollte schon sagen, läuft aber bei dir. Ah, da ist er. Okay, da kann ich jetzt in... Ja, irgendwie muss man ja auch wohl den Ding schaffen, ne? Den Speedrun dafür. Das stimmt. Ich habe gehört, die anderen haben relativ lange gebraucht, ne? Die waren zu 6, was ist los? Ja, okay, da ist er vielleicht... Ne, ist er nicht. Wäre geil, wenn es wieder Gaia ist. Ja, dann später, weil die mehr Leute drin sind. Boah, der... Boah. Aber treffen die ihn gerade einfach weniger? Oder ist mein Zeitgefühl anders? Oder ist er schwerer? Ich weiß, jetzt treffe ich ihn richtig hart gerade. Boah, der ballert gerade so auf mich, ne? Ich schwör. Oh, jetzt aber. Jetzt ist Ende, mein Freund. Jetzt ist vorbei. Hat kurz gelaggt. Guck mal, jetzt hängt er da ein bisschen rum, Alter. Und down. Bada-bing. Ja, oh, richtig Mist. Easy war der. Oh, lol, ey. Ja, aber er hat mich fast so gemacht. Aber diesmal mit Lack abbauen. Genau, wir haben nämlich Lack. Man. Oh lol, wie die ganzen Endermänner stehen. Warte mal, muss da ganz kurz eins machen. Und zwar mache ich mal ganz kurz Speed runter. Flyspeed, cool. Modifizierer. Und ich mache mal ganz kurz meine Pickaxe wieder runter, weil das Problem war letztens, dass ich da ein bisschen was kaputt gemacht habe. Ja, komm doch. Warte, ein Addiktiv brauche ich noch. hast du eigentlich noch Lack? Ich habe keinen Lack, nein. Aber hast du uns dafür Traveling? Wofür? Dann kannst du hier reinporten. Stimmt. Oh. Warte. Aber dann mach ich den Diktiv eben aus, ne? Ja. Den Diktiv. Du hast Lack. Aber wie komme ich denn. Achso, da bist du, lol. Ja. Hallo. Ah, lol. So, ich habe Lack. Man sagt, dass wenn man das Ganze mit Lack abbaut, man mehr Schatz bekommt. Ich bin sehr gespannt. Hau rein. Soll in ich? Das Ding. Ja. Oh mein Gott, ich baue es ab. Hui! Hast du das alle bekommen? Wie viel? Muss ich gleich gucken. Warte. Ja, guck doch! Schnell raus! Schau doch! Und wie viel? Flieg so, weg! Hast du gelesen, wieso das letzte Mal nichts explodiert ist? Nee. Weil du so weit weggeflogen bist, dass jedes Mal die Chunks entladen wurden. Ah. Und wenn du wieder hin bist, hat die Explosion wieder angefangen. Und da hatte ich immer halt immer Angst. Immer hin. Ja. By the way, wir haben nicht mehr bekommen als vorher. Also wieder nur eine absolute Finte. Wie viel hast du bekommen? Ja, 5. Ja, nice prank. Nice prank, man. Oh, sorry. Also ist schon ein bisschen arm dann, ne? Das ist manchmal, obwohl wer weiß, was ihr wieder für ein Modpack spielt. Also wenn ihr Tipps in die Kommentare schreibt, ich bin immer dankbar dafür. Dann aber bitte in derselben Version. Kommst du dann wieder nach Hause oder was ist los mit dir? Ah ja, komm ich nach Hause. Ich war gerade richtig hart am Aberzen. Hallo. Und da sind wir wieder. Gesehen, haben ne? denn unser Gegenteam, unser anderes Team. Aua. Was für ein anderes Team? Die ja den Drachen auch gelegt haben. Ja. Haben die zufälligerweise auch das Home-Menü benutzt? Oder was, wie sind die wieder nach Hause geflogen? Mit O. Ah. Ich glaube, das benutzt niemand außer wir. Das sind unsere Secret-Tactics. Secret, geil. Darf man so sagen. Jetzt werden wir Folgendes machen. Und zwar können wir jetzt quasi mit diesen Chaos-Shards, mit einem Chaos-Shards, diese geilen Solarpanels upgraden. Eins geht dabei verloren, aber 3 bleiben da. Oh yeah. Hast du eigentlich irgendwas anderes noch dafür? Wie? Die. Cores? Awakening Cores, 4 Stück. Ja, bitte. Das ist eine Lüge. Was? Brauchen wir mehr? Nee, ja, wir haben keine. Warte. Oh. Den Stück bestellt, Alter. Jetzt brauchen wir noch Wagner Control. Kennst du? Natürlich. Kennst du? Ich baue die mal ab. Okay, die bringen gerade pro Gerät 131 RF pro Tick. 1000.
Ja, genau, 1000 Tick pro Tick. Die kann man nicht übereinander stacken, leider, weil die haben halt ein Problem. So, Netastars kommen gerade. Oh yeah. Ach stimmt, wir wollen ja auch noch Netastars so, ne? Oh, ist aber nicht dran gedacht. Das ist natürlich nicht so gut. Sollen wir nochmal bestellen? Ja, fällt mir gerade mal ein. Können wir mit den Chaotic-Sachen jetzt auf Chaotic upgraden? Ja, nur geht das nicht. Ach lol, ist das nicht freigeschaltet, oder was? Ja, das gibt's noch nicht, leider. Oh Mann. Also ich glaube, das Einzige, was man auf Chaotic upgraden kann, sind die Energiespeicher. Mehr nicht. Ah, also die wir auch mit uns rumtragen. Wie viel haben die denn dann? Weiß ich nicht, ein bisschen, ne? Ein bisschen. 128 Millionen. Uiuiui, ui, ui, das ist viel. Warte mal. Nee, 1,28 Milliarden. Uiuiui, ui, ui, ja, das ist echt viel. Also schätze ich jetzt mal, ne? Okay, noch zwei. Ja, warte, ne, das saß. Also Heiko ballert gerade mit dem Steph den Strom hoch. Und ich das Crafting. Nach dem Strom das Crafting rein. Also Strom hochballern muss er machen, wenn... Oh, lol, schon fertig. Wenn die quasi da hinten dran sind und den Rest muss er machen. Oh. Wir brauchen gar keine mehr, ne? Nee. Dann machen wir auch keine mehr. Mach's weg. Okay, schnell mach weg. Mach weg, mach weg. Ja, ist. Jetzt du, dein Turn. 1, 2, 3, 4, 5. Und 4 von den Cores noch, ne? Ja. Ah, sind hier drin, okay. Warte, ich muss mit meinem aufteilen hier unten. Oh, oh. Eins. Oh, das wird so sick, ne? Boah, ich hab die ganze Zeit noch die Endermänner hier drin. Wie viel kommen denn da noch? Ah, Endermänner? Wither. Warte, wie viel? Das eine macht 131.000, das braucht 500. Lohnt sich ja richtig, ne? Eigentlich nicht, oder? Doch. Sollen wir starten? Starte. Okay, du startest. Warte mal. Ah, der Chaotic Sharp muss in der Mitte. LOL. Kann man nicht machen. Warum nicht? Geht nicht. Echt nicht? Nee. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Solarpanels. Weil wir wollten eigentlich dieses Chaotic Solarpanel machen. Kann es sein, dass wir irgendwie einen größeren Energiespeicher brauchen? Weil das Ding kostet 2 Milliarden F zum Craften. Ach, dann würden aber ein paar Stromblitze schon mal rauskommen. Nur wird halt länger dauern, oder? Ja, eigentlich schon. Weißt du, wir haben eine T8 draußen. Brauchen wir einen größeren Energiespeicher? Ich meine so einen Zwischenspeicher, Digga. Ach so. Vielleicht dürfen wir keine benutzten nehmen. Nein. Richtig. Ja, nee, geht nicht. Oh, Mann. Oh. Ja, aber das ist halt was Tier ja, ja, geil. Das ist halt Tier Chaotic und das gibt's nicht. Was für ein Scheiß. Fehlt das bei Draconic Evolution oder fehlt's einfach... Ja, fehlt bei Draconic Evolution. Du kannst mal den... Crafting. Wir haben ja den Chaotic Crafting Electron gebaut. Wenn du da mit U drauf gehst, da passiert gar nichts. Also gibt keine Rezepte, die benutzen. Ah, okay, nice. Ah. Aber theoretisch könnte ja man, also theoretisch kann man ja machen, man gibt zum Beispiel Spark diese Sachen. Und der gibt uns die Panel, ne? Und er zaubert aus seinem unendlichen Game-Mode-Inventar die Solarpanels als Beispiel, oder? That would be pretty nice. Wenn er das macht, ey. Warte, ich guck mal. Glaubst du, da sollten wir den mal fragen? Ja, vielleicht schon. Warte, ich nehme die mal raus. Hallo? Dann nehmen wir noch ein Chaos-Shirt hier raus. Also das ist quasi das Rezept, was man dafür braucht. Und wir würden dann theoretisch 3 von diesen bekommen. Ah, ich sehe gerade, 4 Stück von denen sind 520 knapp. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann kommen 3 daraus und sind 1,5 Millionen. Das ist schon krass. Das ist echt heftig. So cool. Okay, warte, ich frage ihn mal ganz kurz. Vielleicht ist er auch gerade schon da. Falls nicht, ist er natürlich blöd. Ich guck mal eben. Leider gerade nicht erreichbar, aber macht ja nichts. Wir können gerade auf etwas anderes ausweichen. Und zwar haben wir oben den Celestial... Wie heißt er nochmal? Celestial Manipulator, der quasi die Zeit und das Wetter beeinflussen kann. Und es ist natürlich schlecht, A, wenn es dunkel ist und B, wenn es regnet. Das heißt, wir bräuchten eigentlich 2 davon. Ich baue mal noch einen. Oh oh. Mit einem ganz normalen Daylight-Sensor. Vanilla Minecraft. Genau, Daylight-Sensor. Und wenn wir jetzt da hochgehen, also ich glaube, wir müssen dafür, glaube ich, nochmal einen richtigen Platz finden. Ich meine, können wir jetzt erstmal so machen. Oh, ist da hinten Blitz angeschlagen? Nee. Nee, jetzt gerade kam wieder einer runter. Warte, sah so aus wie hier.
Nee. Nein. Schade, ich freue mich da immer. Ich meine, da passiert dann zwar nicht mehr, aber wir bekommen trotzdem mehr Energie oder mehr, wenn wir quasi das so machen wie jetzt eigentlich. Den Kabeln gefällt mir voll gut. Der Rainsen. Bitte? Hallo, das mit den Kabeln, wie die da durch die Löcher gehen. Das ist so mini klein, aber richtig schön. Ja, das stimmt. Das ist echt cool gemacht. So, warte mal. Wenn wir Redstone-Signal da haben, machen wir das quasi Stop Rain. Achtung. Das finde ich so cool, dass hier Wasser drin ist sogar. Ja, sammelt sich so eine Pfütze und dann los geht's. Bah. Und dann machen wir hier dran noch ein. Quasi sprich, also der kriegt jetzt auch Energie von dem Ding. Also müssen wir da irgendwo schön aufbauen. Und daneben kann man zum Beispiel einen Daylight-Sensor machen. Und dann machen wir aber ein, wie stellt man den nochmal um? Warte. Ganz kurz gucken. Ah, rechts, okay. Alarm. Hab ich auch noch nicht so oft gemacht. Aber warte, wir müssen einmal reingehen. Wenn der ein Signal bekommt, macht der quasi Sonnenaufgang. Das ist cool. Aber sollen wir nicht gleich Mittag machen? Wenn das geht? Ja, geht auch. Ist das besser? Ja, weil die Solarpaneele sind, haben ja verschiedene Effizienzzeiten. Sonnenaufgang sind die nur 10% effektiv und halt jetzt, wie es gerade ist, mittags sind sie 100%. Aber ich denke mir, dass das quasi mit der Zeit quasi so einmal rumläuft, kann ich mir vorstellen, oder? Dass das effizienter ist, als wenn wir auf Mittag stellen und dann nur so den halben Tag haben. Aber dann stellt er wieder auf Mittag. Stimmt. Aber ja. Jawohl. Ja, doch, wahrscheinlich schon ist der ganze Tag effizienter, ne? Also ja, ich glaube auch. Und vor allen Dingen dreht sich da nicht mal die ganze Zeit hier. Ich weiß ja nicht, wie die anderen das finden, wenn die ganze Zeit hell ist. Ja. Voll gut. Ja, 70%. Ah, 70. Ja, okay, das ist okay. 75. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich probiere nochmal ganz kurz aus, ob der auch wirklich auch das raushaut. Ich mache mal ganz kurz Moonrise bzw. Midnight. Das ist eigentlich so cool, ne? 80, 90, 100! Krass! 100? 100? Und so haben wir quasi immer maximal Tageslicht und nie Regen. Oh, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2, 0! Hilfe! Es wird Mitternacht. So, jetzt müsste eigentlich schon Redstone-Signal rauskommen. Ich wollte nur einmal testen, ob das geht bei Nacht. Aber normalerweise ist das ja ein Night-Sensor jetzt gerade. Bitte, ich glaube, der hat nichts gemacht. Ich glaube, der macht nichts mehr. Warum nicht? Brauchen wir da einen Inverter drin? Ach so, ist es ein Night-Sensor. Jetzt macht er was. Aber du hast ja einmal rechts geklickt, ne? Ja. Vielleicht muss er doch auf dem stehen. Gibt er nicht? Der ist doch so, dass er ein Signal ausgibt, wenn kein Licht da ist, oder? Ne, der gibt jetzt ein Signal aus, wenn Licht da ist. Aber ich glaube, ich weiß, wie das ist. Der gibt halt einfach nur einen Impuls aus und dann ist der Impuls, glaube ich, schon da. Hast du jetzt geklickt oder ging das einfach so? Ne, jetzt habe ich nachgemacht gerade. Mal gucken, ob er es jetzt alleine checkt. Nein, ich glaube nicht. Der Typ. Ich glaube, es muss quasi einmal passieren. Dass es geht. Warte mal ganz kurz. Slap. Da macht er nichts, ne? Nee. Da macht er nichts, ey. Ja, wolltest du mal Redstone hinlegen? Hä? LOL, kannst du beschleunigen? Ja. Muss mach Midnight. Jetzt gibt er ein Redstone-Signal aus, ne? Aber er macht nichts. Warum? Vielleicht, weil das sich gedreht hat, während das Signal da war und er braucht quasi ein Signal, was kommt und dann macht er das wahrscheinlich erst. Also wir müssen wahrscheinlich natürlich dunkel werden lassen. Ich mach mal also Sunset. Abend gemacht. Genau. Warte, wo ist die Sonne gerade? Da hinten. Kannst du da mal mit dem Acceleration Wand drauflegen? Guck, gemacht. Ah, lol. Okay, geht. Das war alleine jetzt. Ja, okay, nice. Gut, dann geht er halt immer bei Sunset, überspringt er die Nacht und top. Ja. Nice. So kann man das testen. Nix schlägt, oder? Läuft! Okay, wir haben leider nicht die Solarpanels gemarkt, aber fast. Aber wir haben zumindest eine automatische Anlage gebaut, dass immer hell ist und immer schönes Wetter ist. Hätte ich ganz gerne auch zu Hause, aber dann würden sich wahrscheinlich wieder viele Bauern beschweren.
gerade in deinem Bereich, wo du wohnst, sehr fatal auf jeden Fall. Ja, das ist ein anderes Biom. So weit geht das nicht. Okay, du hast ein anderes Biom, alles gut. Na gut, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft Skyworld. Haut rein, tschüss! Tschüss! Ich nehme nochmal eben auf. Jo. Dann 3, 2, 1. Passt natürlich, weil als wir die Folge gerade beendet haben, hatte ich Spark gemeldet. Jetzt werden wir trotzdem nochmal tauschen und die Dinger dann mal eben dahin bauen. So, mal eben auf Spark warten. So, da haben wir sie. Nochmal einen großen Dank an Spark. Geht mal in seine Folge und schreibt mal Hashtag Danke von Debitor rein, wenn ihr noch Lust habt und die Folge bis zum Ende angeschaut habt. Und wir werden die Dinger jetzt einfach mal da hinten aufs Dach packen. Und somit haben wir noch leistungsstärkere, weil zum einen bleibt es immer hell und zum anderen laufen die Dinger mit 1,5 Millionen F pro Tick super Holy heftig. Moly. Oh oh. Hä? Und, und. Bäh. Ja. Boah. 100%, Alter. Mann. Oh, oh. Boah, die sehen aber echt krass aus, ne? Willst du reingucken? 1,67 Millionen plus. Ist das gut? Ja. Naja, 524 machen die gerade, krass. 1,8 Millionen plus. Da freut sich wieder Heiko. Guck mal, wieder Kernrasen und wir haben immer noch 0%. Das ist so heftig eigentlich. Ja, das, mein Gott, wie lange der schon läuft, ne? Ja, super lange. Eieiei. Also ich glaube, wenn man ein Dauerprojekt hat, da kann man den mal laufen lassen. Und wenn er halt 2 Jahre läuft oder man macht so ein... Eigentlich könnte man den auch in der Mitte machen. Also wäre vielleicht auch ein Projektidee als Beispiel. Den macht man in der Mitte. Genau. Und Projektziel ist es eigentlich, den zu füllen. Boah, Projekt ist erst vorbei, wenn ihr das geschafft habt. Genau, so von allen drumherum. Du machst in der Mitte diesen Kern und da drum hat sich quasi eine ganze Welt gebildet. Und jeder muss einfach nur ganz viel Energie da reinballern. Wäre schon krass eigentlich. Ja. Also schreibt mal rein, wie ihr das Projekt findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.